Auferstanden. Ein Osterspaziergang mit Landesbischof Frank Ottfried Juli und mit mir, mit Edeltraud Juli. Wie schön ist das, zu spüren, wie die Natur rundherum wieder neu mit Leben erfüllt wird. Dass jetzt nach der kalten und dunklen Winterzeit wieder alles blüht. Dass die Sonne und ihr Licht die Lebenskräfte weckt, nicht nur in der Natur, sondern auch in uns. Dass nach der Passionszeit nun wieder Ostern ist. So ein Osterspaziergang gehört für meinen Mann und mich zu diesem fröhlichen Fest. Am liebsten noch mit Kindern und Enkeln. Und weil sie, wie wir, vielleicht die Nähe zu den geliebten Menschen in dieser Zeit vermissen, nehmen wir heute einfach sie mit. Mit auf unseren Osterspaziergang. Ich grüße Sie. Seien Sie herzlich willkommen hier an der evangelischen St. Candidus-Kirche in Kentheim, mitten im Schwarzwald. Es ist eine der ältesten Kirchen in Württemberg. Seit über 1100 Jahren kommen Menschen an diesen Ort und suchen Gottes Nähe. Hierhin lade ich Sie ein, laden meine Frau und ich Sie ein. Erleben Sie mit uns in den kommenden knapp 15 Minuten die Freude und die Hoffnung des Osterfestes, trotz der Einschränkungen in dieser Corona-Pandemie. Mit Worten der Bibel, mit Gebeten, mit Musik und dem österlichen Segen. Kommen Sie einfach mit und wir feiern gemeinsam. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie schön, es ist Ostern. Dazu eine ganz besondere Stimmung hier in dieser Kirche. Dabei kommt mir ein Text des Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch in den Sinn. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Heute ist Ostern und früh am Ostermorgen waren damals auch die Frauen unterwegs zu Jesu Grab. Sie trauerten um ihn. Die Evangelien berichten davon. Als die Frauen das Grab erreichen, sehen sie, dass es leer ist. Sie sind entsetzt. Zwei Engel erklären ihnen, was geschehen ist. Er ist nicht hier, sagen sie, er ist auferstanden. Es gibt Orte, da kommt mir diese österliche Botschaft besonders nah. Die Botschaft vom leeren Grab, vom auferstandenen Christus. Die evangelische St. Candidus-Kirche hier in Kentheim ist so ein Ort. Sie ist gerade an diesem Osterfest ein Hoffnungsort. Ein kleines, uraltes Kirchlein aus dem 9., 10. Jahrhundert, zeitweise fast vergessen. Eine Begräbniskirche war sie, ein Ort für die Toten. Manchmal kommt das Hochwasser über die Wiese von der nahegelegenen Nagold. Dann muss wieder restauriert und instand gesetzt werden.
Der Kirchenraum ist ein wenig düster. Nur ab und zu fällt Licht durch die kleinen Fenster. Und doch, gerade deswegen, ein Hoffnungsort. Diese Kirche steht hier seit über 1100 Jahren. Sie hat wechselvolle Zeiten erlebt. Erst katholisch, später evangelisch, An- und Umbauten im Lauf der Jahrhunderte. In all diesen Zeiten haben Menschen hier Gottesdienst gefeiert, Hoffnungsgeschichten des Glaubens gehört bis heute. Bilder des Glaubens der Bibel wurden hier an die Wände gemalt. Bilder von Jesus, von der Ankündigung seiner Geburt, seinem Leben, vom Leiden und Sterben. Und auch das Bild von der Auferstehung Jesu Christi. Es ist für Christen das entscheidende Bild. Unser gemeinsamer Osterspaziergang heute hat uns zu ihm geführt. Die Evangelien berichten, damals waren die Frauen auf dem Weg zum Grab und fanden es leer. Nach und nach begriffen sie, Christus ist auferstanden. Er hebt unseren Blick und lässt uns eine neue Wirklichkeit schauen. Es ist die Wirklichkeit eines neuen Lebens, das aus der Liebe Gottes kommt. Von der Auferstehung Christi gibt es kein Foto und kein Beweisbild, aber es gibt Erinnerungsbilder unseres Glaubens. Das Osterbild hier in Kentheim rührt mich an, so geheimnisvoll, so einfach. Der Auferstandene schaut mich an. Dieses Bild tut gut, gerade in dieser Zeit der Pandemie. Weltweit hören wir von Krankheits- und Sterbegeschichten, von wirtschaftlicher und persönlicher Not, von verbauten Perspektiven, von den Lähmungen in einer Gesellschaft, in der die früheren Selbstverständlichkeiten verschwunden sind. Wie Mehltau hat sich da manches auf uns gelegt. So ist es. Von Leid, Krankheit, Abschied, vom vergeblichen Bemühen in 1100 Jahren kann auch diese Kirche erzählen. Aber sie bleibt nicht dabei. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ruft uns das Wandbild zu. Das ruft uns das Osterevangelium zum Osterfest zu. Und ich darf und will es heute vor Ihnen auch wieder ausrufen. Ja, der Horizont öffnet sich. Neues tritt in unser Blickfeld. Hoffnung, Trost, neue Lebensperspektiven. Eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Dafür und deswegen leuchtet die Osterkerze. Ostern 2021, ob hier in Kentheim oder bei Ihnen zu Hause oder an so vielen Orten in dieser Welt. Friede sei mit euch und uns werden die Augen und Ohren aufgehen, denn Christ ist erstanden. Christ ist erstanden. Dieses Lied, dieser Hymnus zum Fest der Auferstehung gehört für mich genauso zum Osterfest wie der Ostergruß, den sich Christen in der ganzen Welt an diesem Tag zurufen. Und auch hier und jetzt in Württemberg. Christ ist erstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
So schenkt Gott uns Ostern neues Leben, weil er Jesus als Ersten aus dem Tod auferweckt. Diese Freude teilen wir mit allen Glaubenden. Wo mit dem Tod Jesu alle Hoffnung begraben war, schenkt Gott neues Leben. Wir in der Stiftung Karlsruhe Ludwigsburg begleiten und unterstützen viele Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Jesus ist auferstanden. In der Jugendarbeit erlebe ich, wie wichtig lebendige Hoffnung ist. Kein billiger Trost, sondern ehrlich und echt Perspektiven für das Leben entdecken und dabei vertrauensvoll an Gott festhalten. Es begeistert mich, dass sich junge Menschen weiterhin in die Jugendarbeit investieren, Hoffnung weitergeben, Zweifel aushalten und trotz allem planen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und wünsche euch ein frohes Osternfest. Und auch für uns Konfirmanden wünsche ich mir, dass wir an unserer Konfirmation unsere Liebsten dabei haben können und dass Corona bis dahin einfach kein großes Thema mehr ist. Ich bin begeistert davon, wie viele Beziehungen die letzten Monate ausgehalten haben. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Kontakte bald wieder live treffen können. Ich wünsche Ihnen, dass die Auferstehung von Jesus in Ihrem Herzen immer wieder Freude auslöst. Trotz allem. So wie bei mir, wenn ich zum ersten Mal nach dem Winter wieder in der Frühlingssonne mit meinem Motorrad die Kurven genießen kann. Ich wünsche Ihnen die Hoffnung der Auferstehung mit folgendem Zitat von Romano Guardini. Das ist doch aller Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. Seit einigen Wochen begleitet mich eine Szene. Mitten auf dem Waldfriedhof, auf der Wiese unter dem Kreuz, hat eine Mutter mit ihren Kindern Schneemänner gebaut. An einem Ort der Trauer und der Sorgen, ein Zeichen der Hoffnung des Aufbruchs. So wie diese Osterglocke. Unter dem Jahr scheint sie tot, scheint ihre Zwiebel tot. Aber rund um das Osterfest erblüht sie in ihrem strahlenden Gelb. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Was für eine Zusage für alle Menschen. Das Licht ist da, Gott ist in Christus Mensch geworden, ist am Karfreitag für unsere Sünden gestorben und hat Ostern den Tod überwunden. Ein Grund zur Freude und zum Danken. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam beten, wie Christus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir gemeinsam in diesen Ostertag, in das Fest des Lichts und der Hoffnung mit dem Segen unseres Gottes. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wie gut, dass jetzt Ostern ist, das Fest der Hoffnung und der Auferstehung. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Wie schön, dass Sie uns auf unserem Osterspaziergang heute begleitet haben. Vielen Dank. Frohe und gesegnete Ostern Ihnen. Und ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden.